Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Die Tagesordnung vom Präsidium sieht es so vor, dass ich nun hier zu Ihnen spreche und versuche zu verhindern, dass Sie in all dem Einvernehmen, was wir gehört haben, jetzt in so ein mittägliches Suppenkoma abzugleiten. Ich hoffe, es gelingt mir. Zunächst möchte ich natürlich vorwegschicken, dass ich mich den Lobeshymnen auf das Schaustellegewerbe natürlich gerne anschließe. Auch ich habe meine Kindheit nicht zum großen Teil, aber doch des Öfteren auf Kirmessen verbracht. Und natürlich ist es ein wichtiger Teil unserer Kultur. Wer möchte das bestreiten? Der Kollege Wolf hat Dr. Wolf hat darauf hingewiesen, wie viele Millionen Besucher ihren Spaß auf Volksfesten finden. Das soll unserer Meinung nach auch durchaus so bleiben. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es hier sich durchaus um ein gefährliches Geschäft handelt. Niemand hat hier das Bild von einer Holzkinderkirmes oder Karussell vor Augen, sondern wir reden hier über tonnenschweres Fahrgeschäft, was auch ziemlich rasante Geschwindigkeiten aufnimmt und daher sauschnell und auch saugefährlich ist. Und da gibt es jetzt, um die Gefahren einzudämmen, sinnvollerweise Sicherheitsvorkehrungen, die in DIN Norm geregelt sind. Das ist heute hier das Thema. Es wurde bereits im Jahr 2005 eine neue Norm verabschiedet, die eben ein höheres Sicherheitsniveau vorschreibt. Vor, wohlgemerkt, über 10 Jahren. Und im Jahre 2012 wurde diese Vorschrift in die entsprechende Bauordnung der Länder aufgenommen. Und das führt jetzt zu Mehrkosten. Es wurde hier von sechsstelligen Summen gerade gesprochen in der Debatte. Ich möchte das etwas relativieren. Der Antrag ist da auch sehr viel deutlicher. Von mehreren tausend Euro ist die Rede, die halt bei regelmäßig wiederkehrenden Sicherheitsprüfungen dann zu leisten sind. Und da kann man sich fragen, wenn wir hier von einer milliardenschweren Branche sprechen, ob das dann tatsächlich so eine Riesenbelastung ist, wie dem auch sei. Die Schausteller haben Klage erhoben. Ich darf aber darauf hinweisen, dass diese Verfahren noch laufen. Sie sind durchaus nicht rechtskräftig. Man könnte jetzt auch einfach mal abwarten, wie diese Verfahren ausgehen und sich dann ein Bild machen und dann entscheiden. Was bemängelt wurde vom Gericht, ist auch gar nicht, dass das generell ein Unding ist, dass man ein höheres Sicherheitsniveau fordert und nicht auf dem Niveau aus dem letzten Jahrhundert stagniert, sondern es wurde gefordert, eine Begründung des Gesetzgebers zu liefern. Ich glaube, wir sind ansonsten auch damit konfrontiert, dass Standards in unserem Alltag sich erhöhen, auch die Sicherheitsstandards in allen anderen Lebensbereichen erhöhen sich. So denke ich, ist es auch hier durchaus zu verargumentieren, dass auch in dem Bereich höhere Sicherheitsnormen Platz greifen. Denn diese Unfälle in dem Gewerbe sind jetzt keine Seltenheit, sondern sie treten mit einer unschönen Regelmäßigkeit auf. So, an der Stelle gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Und dafür bräuchte es dieses Parlament und diese Debatte eigentlich gar nicht. Man könnte als Gesetzgeber diese Begründung nachliefern. Dann wäre ja schon den Bedenken des Verwaltungsgerichts, übrigens Hannover, gar nicht aus unserem Land, aber den Bedenken dieses Gerichts ja schon Genüge getan. Oder man könnte tatsächlich offensiv hingehen und diese Ausnahmemöglichkeit, die diese Norm tatsächlich für den als Bestandsschutz vorsieht, davon Gebrauch machen. Da das sich hier um eine Verordnung handelt, ist da noch nicht mal das Landesparlament als Gesetzgeber gefordert. Könnten Sie Rot-Grün sofort unter sich ausmachen und Sie hätten das gewünschte Ergebnis, worüber wir hier sprechen. Aber gut, es geht um die Entlastung des Staustellergewerbes. Ob das jetzt unbedingt dann an Punkt Sicherheit, zulasten des Punkt Sicherheit gehen muss, bin ich mir nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da entgegenkommen möchte, durchaus über eine andere Strukturierung von GEMA-Gebühren zu reden, die sicherlich für dieses Gewerbe genauso belastend ist wie für das Weihnachtsgeschäft. Da ist uns ja aufgefallen, dass da gar keine Musik mehr gespielt wird. Da könnte man was dran tun. An den Standmieten könnte man was dran tun. Oder man könnte auch darüber sprechen, dass ein entsprechendes Sicherheitsniveau auch von den Besuchern mit
entsprechend höheren Preisen bezahlt werden kann. Ich glaube, das ist auch kein Ding der Unmöglichkeit in der Marktwirtschaft. Für mich und für uns ist wichtig, für uns ist der Sicherheit nicht zu verhandeln an der Stelle. Und das tut der Antrag leider, weil er spricht von einem... Ich komme zum Ende, Herr Präsident, vielen Dank. Er spricht ja davon, dass die Sicherheit in zu einem vertretbaren wirtschaftlichen Aufwand ermöglicht wird. Das ist eine Abwägung, die machen wir so nicht mit. Wir hätten uns auch gewünscht, dass wir das noch mal im Ausschuss in Ruhe diskutieren können. Das ist leider nicht der Fall. Insofern kann ich nur sagen, ich werde meiner Fraktion die Ablehnung des Antrages empfehlen. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege.